eine Woche vor Ostern 2020. Es herrscht die Corona-Krise, Ausgangsbeschränkungen überall und nicht nur die Segler haben den Blues. Vielleicht kommt da ein Film aus der Rubrik Kochen für Segler gerade richtig. Zum Ausklang der Segelsaison hatte ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen und ein Rezept von einem befreundeten Segelkanal nachgekocht. Ich habe gerade Kors Travemünde anliegend, bin gerade am Brodener Ufer vorbei. Es ist heute die letzte Tour der Biedewind. Es geht ins Winterlager. Noch bin ich unter Segeln, es ist ordentlich Wind. 5 Windstärken, das Ex-Sturmtief Gabriel nimmt gerade Kurs auf die deutsche Küste, insofern ist guter Segelwind. Ich werde jetzt gleich in die Trave einlaufen, dort Anker werfen und ein leckeres Abschlussmenü der diesjährigen Segelsaison machen. Die Biedewind ist auf ihrer letzten Fahrt, Trave aufwärts. Und ich anker jetzt gerade Stöberhug in einer kleinen geschützten Bucht und will mir was Leckeres zu essen machen. Kochen für Segler, letzter Teil für dieses Jahr. Es gibt frisches Gulasch mit Knödel und Rotkohl. Und das alles hier vor Anker gekocht an Bord. Mit einem kleinen Trick, den ich gleich erläutern werde. Super, du hast endlich die Leinen losgeschmissen. Bist am Ziel angekommen und hast eine schöne Ankerbucht erreicht. Herrlich, was kann es Besseres geben? Jetzt nur noch kurz ins Wasser springen, sich erfrischen, das Boot klar machen für den Abend, Ankerlicht setzen und dann gilt es, was Leckeres zu kochen und den Abend gemütlich einzuläuten. Doch, oh Schreck! Dir fällt nichts ein oder du hast nichts an Bord. Trocken Brot und eine Wurst aus der Dose, muss das sein? Nein. Ich werde dir erklären, wie man leckere Gerichte zubereiten kann, aus wenigen Mitteln. Ein leckerer Salat ist immer möglich oder einfach, wenn man gar nichts an Bord hat, Spaghetti mit Tomaten und ein bisschen Speck und Knofi. Das muss ja kein Ketchup sein. Lachs geht auch immer mit einer Sahnesoße und Spaghetti. Es gibt also viele Möglichkeiten, aus wenigen Dingen leckere Speisen zuzubereiten. Auch ein deftiges Frühstück ist manchmal vonnöten, wenn man einen längeren Turn vor sich hat. Und wo wir gerade bei deftig sind, das lässt sich noch steigern. Je nachdem, wie groß der Hunger ist, kocht man für ein, für zwei oder für drei und selbst auf einem kleinen 29-Fuß-Boot lässt sich für 3 Leute ein leckeres Menü zubereiten. Naja, und wenn keiner da ist, isst man halt alles alleine. In der Reihe Kochen für Segler zeige ich dir, wie man für 1 bis 2 bis 3 Personen leckere Speisen zubereiten kann, sie nett anrichtet und einfach Spaß hat am Leben, am Kochen und am Segeln. Die Tour von Neustadt in das Winterlager der Biedewind auf die Terhoff-Insel führt stromaufwärts durch die Trave. Und auf halber Strecke kommt eine wunderschöne Ankerstelle mitten im Naturschutzgebiet Stöberhug. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort vorbeikomme und Rast machen kann. Diesmal war die Freude doppelt so groß, da ich ja vorhatte, Anker zu werfen und mir ein leckeres Essen zuzubereiten. Ein Essen, das eigentlich vollkommen unmöglich ist und viel zu aufwendig ist, um es auf so einem kleinen Schiff zu machen. Aber ich hatte es ja zu Hause vorbereitet und tiefgefroren mitgenommen. Wie immer soll es ja ganz einfach zugehen und daher nur 3 Zutaten. Und alles haltbar an Bord. Rotkohl
aus dem Glas, lässt sich beliebig lange lagern. Natürlich keine frischen Kartoffelknödel, sondern eine Fertigpackung. Brauche ich nur in heißes Wasser tun und gut ist. Und hier haben wir das leckere Gulasch, was ich zu Hause vorbereitet hatte, tiefgefroren habe und als Eisklotz mit an Bord genommen habe. Das hat sich locker 2 Tage frisch gehalten. Kühlschrank war ja an und ist eigentlich erst heute aufgetaut und wird jetzt zubereitet. Das lässt sich auch mit wenigen Mitteln an Bord machen. Man muss nur vorausschauen, planen. Nikos Kochstudio, heute mal ein Menüessen. Es soll Rindergulasch aus der Wade geben, nach einem Rezept, das ich im Internet gefunden habe. Den Link werde ich gleich noch einblenden. Hier meine Zutatenliste. Ein richtiger großer Berg Fleisch, frisch vom Schlachter geholt. Frische Pilze, Champignons und Pfifferlinge habe ich da gewählt. Reichlich Kräuter, teilweise aus dem eigenen Garten. Teilweise habe ich sie aber auch noch dazu gekauft, weil im Augenblick nicht alles bei mir im Garten wächst. Rinderbrühe, die mit ans Gulasch ran soll. Und natürlich reichlich Rotwein, der auch mit rankommt. Und Zwiebeln und unbehandelte Zitronen, wo ich die Schale verwenden werde. Das Fleisch wird so in kleine Portionen geschnitten und nach und nach von den gröbsten Sehnen befreit, die ich beiseite tue. Da kann man dann mit dem Fleischknochen noch anschließend eine Brühe von kochen. Die kleinen feinen Sehnen, die in dem Fleisch noch drin sind, die geben mir nachher den tollen Geschmack, weil die dann, wenn das Zeug 3 Stunden lang gebraten wird, immer weicher werden und in Gelee sich verwandeln und dafür sorgen, dass das Gulasch anschließend saftig bleibt. So, gleich geschafft. Das meiste ist schon zerkleinert. Ist doch ein recht mühseliges Geschäft, wenn man so ein großes Stück Fleisch nimmt. Und ihr werdet gleich noch sehen, welchen Vorteil das bietet, warum ich das mache. Dass ich diesen Berg auf dem Segelboot nicht alleine aufessen kann, ist wohl ganz offensichtlich. Et voilà, das Ergebnis all dieser Mühen. 2,5 Kilogramm schieres Rinderfleisch. Dort der Verschnitt mit dem Fleischknochen. Daraus kann noch eine leckere Brühe gemacht werden. Und während ich jetzt gleich das Fleisch anbraten werde, können dann auch die Zwiebeln, der Knoblauch, die Pilze und die weiteren Zutaten geschnippelt werden. So, während das Gulasch im Topf schmort, gilt es jetzt, die Zwiebeln zu schneiden. Nun gilt es, das erste Mal das Fleisch abzulöschen mit dem Bordeaux. Ein bisschen was ist für mich. Der Rest fürs Fleisch. Ein bisschen die Temperatur regeln, damit es nicht zu dunkel wird. Bodensalz ist jetzt abgelöst. Zwiebeln kommen als nächstes dran. Aber vorher, weil ich so fleißig war und die ganzen Zwiebeln geschnippelt habe, gibt es erstmal ein Glas Wein. Prost! So, Zwiebeln ran. Die werden dann auch ordentlich verkochen. Dem Gulasch noch ein bisschen mehr Farbe geben. Und zwischendurch muss dann immer wieder abgelöscht werden. Mit Rotwein und nachher auch mit der Rinderbrühe, die ich ja noch habe. Die Mengen, die ich da verkoche, sind natürlich vollkommen unrealistisch für eine Segeltour. Aber den größten Teil des Gulasch habe ich später für eine tolle Gartenparty verkocht und über einen Dreibein eine zünftige Gulaschsuppe gemacht. Die gehackten Kräuter kommen nun mit ans Gulasch, ziehen auch nochmal ordentlich mit durch. Ich denke mal, so eine Stunde wird das gut noch dauern. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, um das Ganze abzurunden, ist die Zitronenschale.
Ja, und ich habe den letzten Schluck Wein fertig. Das Gulasch ist jetzt fertig, muss nur noch eine Stunde oder so ein bisschen vor sich hin köcheln. Ich habe es schon umgefüllt in einen anderen Topf und werde mir gleich davon Portionen abnehmen. Der Trick ist es, eine gute Portion des Gulasch am Tag vorher einzufrieren und dann als Eisklotz mit zum Schiff zu nehmen. Wenn man es denn dort in die Kühlbox tut, hält sich das Gulasch durchaus 1 bis 2 Tage kalt. So, nun aber lossegeln und das Essen warm machen. Endlich mal ein einfaches Rezept. Gewünschte Anzahl Knödel in kaltes Salzwasser tun. 1, 2, das soll für mich genügen. Nun ist das Gulasch auf dem Herd und köchelt vor sich hin. Jetzt nochmal Gulasch und Rotkohl beides gleichzeitig. Die Klöße müssen nur noch kurz ziehen. Und dann ist das leckere Essen fertig. So, das ging schnell und sah babyleicht aus. Aber auch nur deshalb, weil ich das Gulasch in Ruhe zu Hause vorher zubereitet habe. Nach einem wirklich sehr, sehr leckeren Rezept. Ja, wo gibt's denn sowas Leckeres? Kochen für Segler. Gulasch mit Knödel und Rotkohl. Und das zwar nicht unter Segeln, aber vor Anker in der Trave. Bei strahlendem Sonnenschein und 5 Windstärken. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Segel- und Kochvideo eine kleine Freude bereiten. Falls dem so ist, schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Und klar, vergess auch nicht, in den Kanal von Mike hineinzuschauen, von dem ich dieses Kochrezept habe und dem mein Dank gebührt. Haltet die Ohren steif. So long, euer Nico.